Lass uns mal über Bewusstsein sprechen, aber wirklich über Bewusstsein, was das wirklich bedeutet. Hörst du nicht zum ersten Mal, ist mir vollkommen klar. Und dennoch, wie viel mehr können wir mal bewusster sein? Warum erwähne ich das so? Ist mir heute Morgen so bewusst geworden, wir sprechen ja über Bewusstsein, als ich mich bereit gemacht hatte, um an den Strand zum Joggen zu fahren. Habe ich ein T-Shirt aus dem Schrank geholt. Da steht drauf, Listen to your heart. Und da ist noch so ein Herzmandala drauf gedruckt. Und da sind solche Sprüche, die du kennst. Vielleicht hast du auch solche T-Shirts, wo solche Dinge draufstehen. Vielleicht hast du so inspirierende Kalender oder Sprüche oder was auch immer, wo du immer mal wieder drauf guckst. Das Ding ist nur, Bewusstheit und Bewusstsein heißt wirklich, das nicht nur als Spruch zu sehen und davon zu sprechen oder morgens mal eine halbe Stunde zu meditieren, aber dann den Rest des Tages wieder in alte Muster zu fallen. Ich weiß, jeder von uns hat seinen eigenen Alltag, egal jetzt, wie dieser Alltag ausschaut, ja? Ob du völlig frei dir dein Leben schon gestaltest, wie wir ja auch, oder ob du dich noch unglücklich am Arbeitsplatz fühlst, in dieser Art gelebt werden Falle, dass du zu einer gewissen Zeit gewisse Dinge einfach machen musst, ist völlig egal. Bewusstsein heißt, dass ich mir jeden Moment meiner selbst bewusst bin. Und dabei geht es nicht um den Anspruch, das zu 1000% den ganzen Tag auch umzusetzen. Bin ich auch längst nicht bei 1000%, längst nicht. Das Ding ist nur, je öfter du merkst, wie sehr du aufgrund von Prägungen, aufgrund von Alltagsgeschehen, aufgrund von Dingen im Außen dich selbst wieder verlässt und dir deiner selbst nicht bewusst bist, umso mehr gehen wir aus dem Agieren und rein ins Reagieren. Was meine ich damit? Ich würde dich gern dazu einladen, wenn du auch zu denjenigen gehörst, die solche Sprüche lieben, die solche Sprüche kennen, die solche Sprüche auch gern schon mal von sich geben, wirklich die Bedeutung dahinter zu erkennen und das auch zu leben. Das heißt, wenn man jetzt den Spruch heute Morgen von dem T-Shirt, ich weiß nur, das ist schon ein paar Jahre alt, mir hat das einfach gefallen mit dem Mandala und dem Spruch da drauf, aber so bewusst umgesetzt, dass ich zu 1000% auf mein Herz gehört habe. Habe ich das nicht, als ich mir das T-Shirt gekauft habe. Ich fand den Spruch nur ganz cool. Ich habe mich in den letzten Jahren schon darin geübt, mehr und mehr auf die Impulse meines Herzens oder meiner Seele, meines Higher Self, meiner Schutzenergie, des Universums, es ist ja völlig egal, welchen Namen wir dieser Instanz nennen, den Impuls wahrzunehmen und ihm auch zu folgen, mehr und mehr. So nach dem Motto, jeden Tag, und wenn es nur jeden Tag 0,1% mehr ist, bin ich immer noch weiter, als wenn da einfach nur so ein Spruch steht und ich mache nichts damit. Verstehst du, was ich meine? Das ist damit gemeint. Es ist nicht damit getan, dass wir solche Sprüche schön finden, dass wir morgens mit Meditation oder irgendwelchen Ritualen in den Tag starten und einchecken. Ist ja alles wunderbar, mache ich ja auch. Das Ding ist, dass wir uns darin üben dürfen, tagsüber so viel wie möglich unserer selbst bewusst zu sein, die Impulse in dem Falle aus dem Herzen zu empfangen und ihnen dann auch zu folgen. Und das ist oftmals die Challenge dabei. Du bekommst einen Impuls, irgendetwas zu machen. Es fühlt sich total unbequem an. Und schon setzt der Kopf, der Denker, der Qualitätsoberbeauftragte ein und sagt, wenn das jetzt wirklich ein Impuls wäre, der aus meinem Herzen käme, dann wird das ja einfach gehen. Das fühlt sich jetzt viel zu unbequem an. Nee, kann nicht aus dem Herzen kommen. Und schon hast du dich wieder getrennt davon.
Weil die Impulse, die du bekommst, die Ideen, das allererste, was du als Idee bekommst, das ist genau das, was aus deinem Herzen, aus deiner Seele, aus deinem Higher Self vom Universum zu dir kommt. Was Bruchteil von Sekunden später schon wieder eintritt, das ist dann ein Teil von unserem Stammhirn, ein Teil von unserem Qualitätsoberbeauftragten, der uns dann erzählt, ich habe den Impuls jetzt zwar bekommen, aber wenn das wirklich von mir wäre, dann wird es ja jetzt einfach fließen, dann wird es ja einfach zu mir kommen. Das dürfen wir verstehen, weil dein Next Level, was auch immer das für dich ist, ob du freier leben möchtest, ob du grundsätzlich mehr deine wahre Größe erkennen und spüren möchtest, ob du mehr Geld im Monat empfangen möchtest, ob du mehr dein eigenes Ding machen möchtest, ob du den Plan deiner Seele erkennen möchtest, ob du gesünder werden möchtest, was auch immer. Es gilt, die Impulse, die wir empfangen, auch umzusetzen. Und das Unbequeme dabei ist halt, dass wir dann meist Dinge machen, zu nahezu 100%, die wir so noch nie gemacht haben. Weil wenn wir ja weiter so machen wie bisher, können wir immer nur die gleichen Resultate erzielen. Das klingt wiederum logisch, richtig? Also, Next Level zu erreichen, was auch immer das für dich bedeutet, heißt immer, Komfortzone zu verlassen. Nur da kann die Veränderung stattfinden, nach der du gefragt hast, nach der du dich sehnst. Und das ist das, weil wir es so ja noch nie dann gemacht haben, was sich unbequem anfühlt, wo wir dann dem aufgesessen sind, so dem nächsten Gedanken, der da kommt, also wenn nichts mit dem eigentlichen Impuls zu tun hat, nee, ist jetzt unbequem. Ja? Also, im Grunde genommen, du hast doch bestimmt den Spruch schon mal gehört, hinter deiner größten Angst verbirgt sich dein größtes Potenzial. Das ist letzten Endes damit gemeint. Und wir haben doch immer nur Angst vor der Angst. Wenn wir mal gesprungen sind, geschehen die wundersamsten Dinge. Erfahre ich immer wieder, hat mir gerade die Woche noch eine wunderbare Kundin erzählt. Sie hat sich entschieden, in die Akademie zu kommen. Und dann hatten wir die Woche das Startmentoring. Und hat sie mir erstmal so eine Viertelstunde erzählt, was allein durch ihre Entscheidung, wo es gekribbelt hat, wo das System auch nochmal alles in Frage gestellt hat, ist jetzt das Richtige, da wirklich Geld in die Hand zu nehmen, zu investieren und. Wo so viele wundersame Dinge schon geschehen sind und wir haben unser Mentoring noch gar nicht gestartet. Verstehst du? Das ist das, was du dem Universum signalisierst. So, jetzt geht's in die Richtung weiter. Und dann öffnen sich so viele Türe und Tore. Und das ist auch genau das, warum wir Divinity kreiert haben, warum dieses Programm, diese Begleitung, wo wir 8 Wochen intensiv an der Seite von den Menschen sind, die wirklich ihre eigene Bewusstheit, das eigene Bewusstsein, das eigene Bewusstsein in den Tag auch integrieren wollen, damit da wundersame Dinge entstehen. Aber ohne etwas sich überstülpen zu lassen, sondern wirklich so den Zugang zu sich selbst nochmal finden, zu dem eigenen Herzen, zu dem Plan von der Seele, dass dann im Außen wundersame Dinge geschehen. Ja? Divinity ist so ein wunderschöner englischer Ausdruck dafür, weil so entdecke deine Göttlichkeit. Da haben wir alle so ein bisschen, also einschließlich ich, so ein bisschen eine religiöse Behaftung zu dem Thema Gott. Und ich liebe die deutsche Sprache, aber manchmal bringt die englische Sprache es einfach noch ein bisschen besser auf den Punkt. Wenn es dich irgendwie anspricht, Divinity, deine Göttlichkeit zu erkennen, dann hüpf noch rein in Divinity. In der Nähe von dem Video findest du den Link, du wirst den finden. Und dann sehen wir uns im internen Bereich in Divinity. Ganz liebe Grüße und ganz liebe Umarmung. Wir freuen uns auf dich. Ciao, ciao.